Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Ich bin's Kati und das ist ein neues Challenge-Video von Eva und mir. Unser Thema ist heute Duct Tape. Ich habe mir dieses wunderschöne Duct Tape in rosa mit Schmetterlingen, in pink, türkis und blau ausgesucht oder grün. Und daraus werde ich heute eine Aufbewahrungstasche für den Filofax basteln. Also eine Tasche, die man hier reintun kann, reinheften kann, um verschiedene Sachen darin unterzubringen. Dafür brauche ich nur Duct Tape, eine Schere, einen Klettverschluss und eine Lochzange. Als erstes schneide ich 10 Streifen Duct Tape ab und die müssen ungefähr die Länge von meinem Filofax haben. Da kann man sich also ein bisschen daran orientieren, wie groß der Kalender oder die Mappe ist. Man kann das natürlich auch für eine Mappe machen, für die Schule, für einen Ordner und kann sich dann einfach ein bisschen so an der Länge orientieren. Kann ruhig etwas kleiner sein und davon brauche ich jetzt 10 Streifen. Einfach so hinlegen und vorsichtig sein. Das ist ja immer das Problem mit Duct Tape. Wenn man da nicht vorsichtig ist, dann klebt man irgendwie fest, klebt aneinander, lässt verschiedene Streifen aneinander kleben, also ganz vorsichtig gerade ablegen und Streifen für Streifen abschneiden und hier drauflegen auf den Tisch. Ich habe jetzt endlich meine 10 Streifen abgeschnitten. Das war wirklich schon ein leichter Kampf, weil die sich dann einrollen oder gegenseitig aneinander festkleben. Aber wenn man 10 Streifen hat, kann es dann losgehen. Und jetzt klebe ich die immer so aneinander, also 2 Streifen aneinander, leicht überlappend. So. Und auf der Rückseite, da wird jetzt ein Streifen angeklebt. Hier jetzt wieder der nächste Streifen. Ich habe mir mal ein bisschen Platz freigeräumt. Also hier klebe ich jetzt wieder den nächsten Streifen dran. Ich habe die doch relativ unterschiedlich lang gemacht. Ich hoffe, das ist gleich groß genug. Und wenn ich den nächsten dran geklebt habe, dann jetzt wieder einen weiteren Streifen. Und der wird wieder so rum drauf geklebt. Ich habe jetzt auf der einen Seite 5 Streifen und auf der anderen Seite sind auch 5 Streifen. Und hier das Ende, das klappe ich jetzt einmal so rum, damit das eine schöne Kante ist. Dann drehe ich das Ganze um und hier mache ich das genauso. Ich habe ja gerade schon gesagt, die sind alle etwas unterschiedlich lang geworden. Ich werde jetzt also einfach nochmal ordentlich an beiden Seiten entlang schneiden. Da kann man sich auch ein Lineal zu Hilfe nehmen, damit es dann wirklich schön gerade wird. Ich habe jetzt also beide Seiten ordentlich abgeschnitten und jetzt brauche ich nochmal 2 Streifen Duct Tape. Und das sollte ungefähr so etwa die Hälfte von der Seitenlänge haben. So, die beiden Streifen habe ich abgeschnitten. Jetzt klappe ich die Seite hier so rüber. Und hier an die Seite klebe ich jetzt den Duct Tape Streifen, den ich gerade abgeschnitten habe. Also so aufeinander. Hier den Duct Tape Streifen dran. Und nach hinten klappen. Und hier unten, das schneide ich nochmal gerade, lasse das aber so hier so überstehen. Nochmal die klebrigen Stellen hier abschneiden, aber ruhig hier so überstehen lassen. Und das gleiche hier an der anderen Seite. Auch noch mal gerade schneiden. Man kann auch hier den klebrigen Rest einfach hier so einschneiden und hier noch mal wieder drauf knicken. Es
werde ich die ungefähr gleich schneiden, also dass das und das ungefähr gleich sind. Hier oben war noch ein bisschen mehr, das kann ich einfach ein bisschen kürzen. So. Jetzt fehlt der Klettverschluss. Da klette ich das Ganze erst immer so zusammen und schließe die Tasche dann, drücke das Ganze gut an und dann ist das genau an der richtigen Stelle hier. Jetzt habe ich eine Seite im Filofax aufgeschlagen und schau mal, wenn ich hier oben das obere und hier das mittlere, den oberen und den mittleren Ring nehme, dann kann ich das da genau einheften. Ich werde jetzt also hier in die Mitte und hier in die Mitte ein Loch reinstanzen. Hier und da kann ich das jetzt einlochen oder auch unten und in der Mitte. Und dann habe ich hier eine kleine Tasche, die ich hin und her bewegen kann und hier kann ich ganz verschiedene Sachen reinlegen. Hier hat man Platz für kleine Tape-Rollen, Sticker oder wenn man sonst mal irgendwas mitnehmen möchte, Teebeutel zum Beispiel oder eine kleine Schere. Alles gleichzeitig ist vielleicht ein bisschen viel, aber das passt alles super gut da rein. Und dann kann ich das Ganze zukletten. Und wer möchte, kann das natürlich auch noch ein bisschen verzieren und auch noch einen Sticker hier mit draufkleben. Oder hier vielleicht noch was draufkleben oder hier auf die Rückseite. Da klebe ich jetzt einfach mal dieses hübsche Herzchen hin aus Moosgummi. Und dann hat man immer alles dabei. Ist natürlich hier mitten im Buch ein bisschen voll. Also das sollte man ganz vorne oder ganz hinten hinheften. Und ja, vielleicht möchtet ihr so etwas nachmachen für euren Kalender oder euren Ordner. Beim Ordner müsst ihr natürlich darauf achten, dass das genau der richtige Abstand ist. Bei mir passte das jetzt gerade so, aber da müsst ihr natürlich dann darauf achten, dass das genauso passt mit den Löchern. Ihr könnt euch natürlich zusätzlich einfach hier unten noch ein bisschen Ducktape drankleben und da dann das Lochen an der richtigen Stelle. Super praktisch und schön, finde ich, und auch so sehr robust, also leicht abwaschbar, wenn es mal ein bisschen dreckig wird oder wenn es auch einfach hier hin und her im Kalender ist. Es ist ganz gut, wenn das aus so einem robusten Material ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Wenn es euch gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da und jetzt seht ihr, welcher Begriff nächste Woche bei unserer Challenge dran ist. Ich greife mal hier in unser Glas rein. Es sind schon nicht mehr so viele Begriffe. Vielleicht habt ihr noch mal wieder ein paar neue Ideen und möchtet die einfach unten in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht auch bei Facebook, Instagram oder Twitter oder Snapchat. Neue Tattoo-Ideen. Ah, cool. Ja, wir hatten ja mal, ich glaube, das war letztes Jahr, diese totale Tattoo-Phase, wo wir ganz viele verschiedene Tattoos gestaltet haben. Mhm. In diesem Jahr auch schon ein paar. Aber ja, vielleicht fallen uns noch mal neue Tattoo-Ideen ein. Super cooles Thema. Alle zum Abwaschen, die Tattoos. Die sind natürlich nicht permanent. Und ja, da fällt uns bestimmt noch das ein oder andere schöne Motiv für ein. Ja, wir hoffen natürlich, euch haben die Videos von heute auch gefallen. Und wenn es so ist, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Vorschläge habt, wie Kathi schon gesagt hat, schreibt sie alle einfach unten in die Kommentare rein. Wir schreiben sie dann auf Zettel und werfen sie mit ins Glas. Und vielleicht werden sie dann nächste Woche schon gezogen. Ja, das war's dann für heute. Lasst uns ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!